Ich habe es getan. Ja, ich habe es wirklich getan. Und schon 4 Tage vor offiziellem Auslieferungstermin eingetroffen. Nein, es ist nicht das neue 15 Pro, sondern es ist eine Hülle für mein iPhone 12 Pro. Eigentlich hatte ich vor, das iPhone 15 Pro zu kaufen. Ich habe mich aber dennoch dagegen entschieden. Warum? Da unten gibt es einen Link in der Videobeschreibung. Die Kamera wurde groß angekündigt, die Hauptkamera, und ist irgendwie eine Mogelpackung. Warum, das wirst du in diesem Video auch sehr detailliert erklärt bekommen. Und die Frontkamera wurde ohnehin nicht erneuert. Also für mich als Fotografen und Videografen überhaupt kein Grund zu wechseln. Kann sein, für den einen oder anderen ist es interessant, für mich nicht. Aber das soll auch heute gar nicht das Thema sein. Thema Wechsel. Letzte Woche habe ich mir einfach mal eine spontane YouTube-Pause gegönnt. Das Wetter war einfach zu verführerisch. Sieh es mir bitte nach, wenn du vergeblich auf ein Video gewartet hast. Ja, ich dachte immer, das passiert mir nie wieder, dass ich ein Objektiv kaufe und teste es dann intensiv erst 6 Wochen nach Kauf. Also abgesehen von ein paar Testschüssen und Funktionschecks. Aber wie das Leben so spielt, genau das ist mir jetzt wieder mit dem Tamron 150 500 5 bis 6,7 Super Telezoom passiert. Erst letzte Woche ging es dann endlich verspätet auf die Teststrecke im Allwetterzoo Münster. Was heißt aber bei mir Test? Markteinführung des Tamron war ja bereits im Juni 2021. Also gibt es natürlich wie immer bereits unzählige Tests in YouTube, die übrigens auch zu meiner Kaufentscheidung beigetragen haben. Aber warum mache ich nun dennoch einen Test 2 Jahre nach Markteinführung? Das ist sehr leicht zu beantworten. Wie so vieles im Leben, so ist auch die Verwendung eines Objektivs eine extrem individuelle Angelegenheit, auch wenn es sehr viele Standardschnittpunkte geben mag. Wofür kauft man sich ein Telezoom? Natürlich, um weit entfernte Ziele möglichst nah heranzuholen. Deshalb werde ich auch im Praxistest zu 90% Brennweiten verwenden zwischen 400 und 500 Millimetern, sowohl für Fotografieren als auch für Filmen. Was auch gleichzeitig eine größere Herausforderung an die Bildstabilisation inklusive meiner Fähigkeiten, die Kamera ruhig zu halten, darstellen wird. Auf ein Stativ werde ich bewusst verzichten, also alles aus der Hand fotografieren und filmen. Mein späteres Anwendungsziel ist die Verwendung bei Events sowohl für Fotografie als auch für Video. Heute heißt es also bei mir Praxistest, eben für meine ganz persönlichen Anwendungsgebiete. Ob ein Objektiv meine Erwartungen erfüllen kann, entscheidet sich für mich einzig und allein an der Haptik und dem gelieferten Endergebnis. Dabei ist es mir völlig egal, ob es andere Objektive gibt, die mit besseren Laborwerten aufwarten können. Bevor ich mich nun zusammen mit meiner Frau auf den Weg in den Allwetterzoo Münster begebe, sei eines noch erwähnt. Ich bin zwar ein erfahrener Fotograf mit dem Schwerpunkt auf Porträtfotografie, allerdings mit einem Supertele habe ich bisher keinerlei Erfahrung. Somit wird der Test nicht nur eine Herausforderung für das Objektiv, sondern auch für meine Lernfähigkeiten. Jetzt noch ein paar Vorüberlegungen. Mein Ziel ist es zwar nicht, in die Tierfotografie einzusteigen, dennoch denke ich, wird dieser Test eine schöne Möglichkeit darstellen, sowohl dem Objektiv als auch mir so einiges abzuverlangen. 3 Hürden werde ich meistern müssen. Das Gewicht von ca. 1800 Gramm werde ich rund 5 Stunden einsatzbereit transportieren müssen. Außerdem sind viele Tiere in ständiger Bewegung und halten sich zudem im Zoo auch in Gebäuden oder dunklen Orten auf, die zudem oft mit sehr verschmutzten Glaswänden eingezäunt sind.
Das wird nicht wirklich einfach, denn Lichtstärke ist nun wirklich nicht die Paradedisziplin eines Super-Telezooms. In diesem Fall Blende 5.0 bis 6.7. Hinzu kommt nicht selten eine niedrige Verschlusszeit von einer Tausendstel oder 2500stel. Außerdem ist ein Tier kein Model, dem man sagen kann, welche Pose es einnehmen soll. Da ist man schon sehr darauf angewiesen, dass sich ein paar schöne Situationen ergeben. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen uns nach dem Intro auf den Weg nach Münster in den Allwetterzoo. Und am Ende des Videos gibt es natürlich wie immer ein Fazit mit Pro und Contra zum Tamron 150 bis 500 mm. Dieses gute Stück. Ich hoffe, der Autofokus hat jetzt gearbeitet. Ich bin Frank Petzold, Fotograf, Videograf und Content Creator, und wenn dir mein Video gefällt, lass doch in der Zwischenzeit ein Abo und ein Like da. Ich würde mich sehr freuen, damit unterstützt du meinen Kanal, so dass ich noch viele nette und informative Videos machen kann. Okay, auf geht's! Ja, wir sind jetzt angelangt im Allwetterzoo in Münster. Und das Wetter ist, also besser kann es eigentlich nicht sein, leichte Wolken, es ist nicht zu warm vor allem, weil ich ja viel zu transportieren habe, wie man sieht. Und jetzt kommen wir endlich dazu, dass ich einmal das 150-500 von Tamron teste. Aber du weißt ja, was ich unter Test verstehe. Einfach mal gucken, was ich daraus mache. Und ich habe natürlich auch noch viel zu lernen, wie du in einem der letzten Videos auch gehört hast. Ich tue mich noch sehr schwer mit der Tierfotografie. Deshalb im Zoo ist eigentlich ideal, weil hier die Tiere ja relativ ruhig halten, hoffe ich zumindest. Denn Vögel im Flug, das geht noch gar nicht. Ist eigentlich auch nicht mein Ziel. Und ich habe heute das große Glück, dass meine entzückende Gattin die Aufnahme leitet, beziehungsweise die Kamera hält. Super, danke Anja. Meter haben wir hinter uns, und ich glaube, das Objektiv hat bisher einen guten Job gemacht. Wir haben einige Tiere schon gesehen, ich habe es ja auch gerade schon eingeblendet. Dass sie alle nicht wirklich Bock darauf haben, fotografiert oder gefilmt zu werden, kann man sich ja gut vorstellen. Und teilweise kommen uns die Gehege schon ziemlich eng vor, besonders beim Leopard eben, beim persischen Leopard. Naja, der hat sich nicht wirklich wohl gefühlt, aber gut, das soll heute nicht unser Thema sein. Heute geht es ja um das Tamron 150-500, und ich glaube, es tut einen guten Dienst. Wir werden es später noch natürlich auf dem großen Monitor testen müssen, aber zur Not muss man die hohen ISO-Werte, die teilweise hier natürlich vonnöten sind, wenn es ein bisschen dunkler wird, werden wir dann mit Topaz eventuell noch runterrechnen. Vielleicht reicht es aber auch so schon. Wir gehen einfach mal weiter. Und die Nashörner machen gerade Mittagsschlaf. Im Stehen natürlich. Ist an, ne? Und schön gerade halt. Okay. Ach, jetzt läuft er wieder weg. Nee, macht keinen Sinn. Kannst du wieder ausschalten. Ich nehme alles zurück. Augenautofokus funktioniert doch. Also er hat wirklich, obwohl das Nashorn so circa 50 Meter entfernt ist, hat er es aufgenommen. Super.
So, wir gehen jetzt mal zum Pelikangehege und dann machen wir auch erstmal Kaffeepause. Ich habe einiges schon gemacht, vor allem diese Serienbildfunktion. Da hat man natürlich gleich unglaublich viel zu sichten. Aber es macht ja Spaß. So, kommt mal mit. Jetzt werden sie gerade gefüttert, die Pelikane. Halt doch mal drauf, Anja. Wir haben es geschafft, ein bisschen K.O. bin ich schon, oder wir, denn Anja hat einen Mega-Job gemacht mit der Kamera und ihr wisst ja, wie schwer das ist, ständig so hoch zu halten und dann bin ich ja so ein Pingel und bin ständig dabei zu verbessern und mach dies, mach das und meine Frau hat das hervorragend gemacht. Ja, wir haben circa 700, 800, vielleicht sogar 1000 Fotos geschossen. Bald gibt es mehr bei der Zusammenfassung und dann schauen wir mal, wie sich das Tamron 150-500 geschlagen hat. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber preiswert und ich glaube auch gut. Zurück vom Zoo-Ausflug und inzwischen nach ein paar Tagen, wo ich das Material YouTube-tauglich aufbereitet habe, kommen wir auch gleich zum Fazit. Zunächst zum Handling des Tamron 150-500. Trotz seines Gewichtes von ca. 1800 Gramm war es zu keiner Zeit eine Belastung, wohlgemerkt in Verbindung mit meinem Holster-Kameragurt. Dazu hatte ich ja bereits vor einigen Wochen einen ausführlichen Test gemacht. Wenn du magst, schau einfach mal rein. Ein Immer-Drauf-Objektiv wird es natürlich niemals sein, so ein Telezoom mit 1800 Gramm. Das aber nicht nur aus Gewichtsgründen. Die Lichtgegebenheit hat sich genau so bestätigt, wie ich befürchtet hatte. Dennoch muss man sich darüber nicht die geringsten Gedanken machen, wenn man die KI-gestützte App Topaz Photo AI hat. Ganz bewusst habe ich die Beispielfotos auch immer wieder einmal reingezoomt, um die Bildschärfe etwas zu verdeutlichen, auch wenn sich das schlussendlich nicht in einem YouTube-Video darstellen lässt. Selbst extremes Bildrauschen lässt sich mit Topaz AI völlig eliminieren. Hier nochmal ein kleiner Vorher-Nachher-Vergleich. Gerade bei den Gorillas im relativ dunklen Raum und bei völlig verschmutzten Glastrennwänden, Vögeln im Käfig oder Fischen im Aquarium war es möglich, zu guten bis sehr guten Endergebnissen zu kommen. Diese Fotos sind mit ISO 12800 entstanden. Wirklich eine der innovativsten Apps für Fotografen, die ich mir seit langer Zeit angeschafft habe. Natürlich ist es draußen bei Tageslicht deutlich entspannter, auch mit Blenden über 6.7 zu arbeiten. Hier nochmal der Geier oder der Pelikan, die jeweils circa 30 Meter von der Kamera entfernt waren. Trotzdem gelang es mir, die Augen scharf einzufangen, wie ich finde.
Ohne Topaz oder ähnliche App muss man für schlechte Lichtverhältnisse schon gut überlegen, ob man mit Blende 6.7 klarkommt. Denn Blende 5.0 steht bei 500 mm leider nicht mehr zur Verfügung. Und auch das wäre schon eng. Zumindest ich als Super-Tele-Anfänger hätte wohl so meine Schwierigkeiten. Ohne Topaz. Wie sieht es mit dem für mich zumindest wichtigen Autofokus aus? Es gibt nichts zu meckern. Selbst bei Nashorn und Elefant hat der Augenautofokus super funktioniert. Also, zusammengefasst, die Endergebnisse haben mich restlos überzeugt. Kann sein, dass die unmittelbaren Konkurrenten Sigma und Sony das noch besser können. Denn ich habe ja keinen direkten Vergleichstest gemacht, dafür habe ich aber nur 960 Euro für ein Objektiv bezahlt, was ich eher selten einsetze, was mich aber trotzdem in jeder Hinsicht begeistert. Was sind nun die Vorteile? Erstens, wie gerade schon gesagt, ein tadelloser Autofokus an der Sony A7 IV. Zweitens, gute Bedienbarkeit mit sehr angenehm zu bewegendem Zoom. Das Gewicht in Verbindung mit Holsterkameragurt über 5 Stunden, völlig entspannt. Liegt aber hauptsächlich an dem Holsterkameragurt, muss ich sagen. Denn in der Hand möchte ich es wirklich nicht 5 Stunden halten. Und last but not least, sehr wichtig, ist die Bildqualität für meine Ansprüche sehr überzeugend. Nachteil. Gibt es eigentlich für mich nur einen Punkt, den ich nicht so prickelnd finde. Das ist eben wirklich die Lichtstärke, die aber bei der Konkurrenz auch nicht besser ist. Das liegt ja schon alleine an der Bauweise eines Super-Tele-Zooms. Und wie gesagt, in Verbindung mit Topaz AI gibt es auch hier letztlich keine Probleme. Das war's für heute. Wie immer bin ich offen für Diskussionen in den Kommentaren. Könnte das Tamron 150-500 auch für dich interessant sein? Oder hast du es vielleicht schon? Wir sehen und hören uns nächste Woche. Ciao!